Alex Asovic, Sie waren seit Sommer 2018 bei Viktoria Berlin der Co-Trainer von Jörg Gosler. Nach dessen Abschied vor knapp einer Woche sind Sie nun Interimstrainer. Wie überraschend kam diese Entscheidung für Sie? Na, sehr überraschend. So wie für jeden einzelnen Spieler, denke ich mir mal auch. Habe mich zu Hause ganz normal aufs Training vorbereitet. Und dann kam der Anruf vom Sportdirektor, dass ich an dem Tage eben das Training leiten soll. Und ja, dann war das eigentlich schon ja, eine recht ungewöhnliche Situation für mich. Na, also ich wusste, dass dann eben schon irgendetwas passieren wird. Ja, und das hat sich dann eben auch herausgestellt. Ich bin hier zum Stadion gekommen, habe den Trainer Jörg gesehen, getroffen. Und dann hat er mir das eben mitgeteilt. Und dann, ja, alles andere konnte man ja auch in den Zeitungen dann eben auch lesen. Es war ohnehin klar, dass Jörg Gosler nicht über das Saisonende hinaus Trainer von Viktoria Berlin sein wird. Warum jetzt doch die sofortige Trennung? Also dazu kann ich nicht viel sagen. Also die Begründung, die konnte man auch lesen von beiden Seiten in den Zeitungen. Das war für mich eben überraschend. Und ja, alles andere, auf der einen Seite ist es der Jörg Gosler, der kann dazu vielleicht irgendwann mal mehr sagen. Auf der anderen Seite ist es der FC Viktoria mit dem Vorstand. Das müssen die für sich selber beantworten. Jörg Gosler wurde so zitiert: Mir wurde mitgeteilt, dass das Vertrauensverhältnis gestört sei und die mittelfristigen sportlichen Ziele in Gefahr seien. Das klingt jetzt nicht gerade so, als würde diese Entscheidung der Trennung ja unbedingt von ihm ausgehen, sondern eher von der Seite des Vereins. Wie schätzen Sie das ein? Na, ich habe sehr viel Zeit mit dem Trainer verbracht und ja, wir haben auch jetzt gestern telefoniert, lange telefoniert. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder hat der Verein ein Problem und kündigt, oder auf der anderen Seite ist es ein Trainer, der vielleicht nicht mehr weiterarbeiten möchte. Also es gibt einfach nur diese zwei Varianten. Und in dem Falle ist es der Verein, der die Reißleine gezogen hat. Und wie ich eigentlich schon vorhin gesagt habe, also ich kann dazu einfach nicht mehr sagen. Das heißt, Jörg Gosler hätte sehr gerne weitergemacht. Ja, der Jörg, der hätte auf jeden Fall die letzten Spiele noch zu Ende gemacht, genau. Nun habe ich am Anfang gesagt, Interimstrainer Alex Asovic, ist das der richtige Titel oder wird das auch was Längerfristiges? Ja, mir ist es prinzipiell jetzt erstmal in der Situation egal, wie man mich da nennt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich als komplett neuer Mensch, neuer Trainer die Sache jetzt übernommen habe. Also ich war jetzt die ganze Zeit mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam. Ich kenne die Strukturen im Verein, ich kenne jeden einzelnen Jungen sehr gut, so dass es jetzt für mich in erster Linie gar keine Rolle spielt, wie man mich da nennt. Für mich ist wichtig, dass die Jungs weiter konzentriert arbeiten, dass wir jetzt von Woche zu Woche uns dann nochmal steigern, ja, und die Spiele gut bestreiten und dann eben am Ende quasi ein Highlight mitnehmen dürfen, ja, mit diesem Finale gegen Tennis Borussia, um das dann vielleicht noch erfolgreich zu gestalten. Wie sehr erhoffen Sie sich, dass Sie die Lösung A für die nächste Saison sind? Man macht sich Gedanken über verschiedene Situationen, keine Frage, aber ich bin da demütig genug, um zu wissen, dass das jetzt wirklich die Priorität hat, ja? Dass ich jetzt von Woche zu Woche mit den Jungs vernünftig arbeite und dann kann man immer noch gucken. Vielleicht entscheidet sich ja vorher schon was, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber das Trainergeschäft ist so. Ja? Jeder, der sich damit befasst und jeder, der, sage ich jetzt einfach mal, Trainer sein möchte, der muss auch sich im Klaren sein, dass es ein Tagesgeschäft ist und dass so wie schnell etwas kommt, so kann es wieder gehen. Und da bin ich mir voller bewusst, dass das eben so ist, auch bei mir. Sie waren vorher bei Hertha 03 Zehlendorf auch in der Cheftrainerposition. Inwiefern war dieser Schritt, jetzt Co-Trainer zu sein, seit 2018 bei Viktoria, auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mit dem Hintergedanken, aber schon mit der Voraussicht, klar könnte man da irgendwann mal nachrutschen, wenn der Cheftrainer vielleicht irgendwann mal nicht mehr da ist? Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich auch lernen möchte. Und
ich bin ja seit weitem noch, ich sage es jetzt einfach mal bewusst, noch kein richtiger Trainer. Um ein guter Trainer zu sein, brauchst du erstmal eine ganze Menge an Erfahrung. Spielerjahre ersetzen meiner Meinung nach keine Trainerjahre. Die Erfahrung muss man sich eben erarbeiten eben, ne, und durch die Zeit holen. Und für mich war das eben an der Seite eines Fußballlehrers sinnvoll da zu sein, um einfach so viel wie möglich mitzunehmen. Auf der anderen Seite mal wieder vielleicht näher auch an der Mannschaft zu sein. Ne, als Co-Trainer ist man ja quasi immer so dazwischen. Ne, man sitzt oben in der Trainerkabine, bespricht das Training, ne, und in einer anderen Situation sitzt man dann wieder in der Kabine und macht da mal einen Witz mit den einen oder anderen. Und deshalb war das für mich schon schön und lehrreich zu sehen, ne, wie so eine Mannschaft da nochmal tickt. Wie steht es denn aktuell um den Verein? Wie hat er sich rehabilitiert, sag ich mal, von dieser Insolvenz? Und was kann man gerade auch für die nächste Saison erwarten als Außenstehender? Wir haben sehr viele Menschen gehabt, die uns hier unterstützt haben. Und das spricht für den Verein. Und deshalb sage ich ganz offen, dass ich keine Bange um den Verein habe. Also ich bin der Meinung, dass viele Leute drumherum eben bereit sind, immer zu helfen. Aber gerade auch mit den Visionen, die ja auch Teil der Gespräche wahrscheinlich mit Ihnen waren, um zu sagen, Alex Azovic, so stellen wir uns das vor hier in den nächsten Jahren. Inwiefern können diese im nächsten Jahr, in der nächsten Saison fortgesetzt werden, weil es ja jetzt diesen Bruch gab mit dieser Insolvenz? Ich finde, man hat es ja schon angesprochen, dass der Verein den nächsten Step machen möchte, vielleicht auch in der dritten Liga spielen. Ich sehe das alles andere als kritisch. Es wird kritisch angesehen, ich sehe es aber komplett im Gegenteil. Also ich finde, dass Berlin auch unbedingt einen Drittligisten braucht. Die Frage ist ja, ob diese Wünsche, diese Visionen berechtigt sind, gerade im Hinblick auf die nächste Saison. Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Also die Vision muss da sein. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt kurzfristig realisierbar ist, aber mittelfristig, langfristig schon. Und wenn es vernünftige Menschen im Hintergrund gibt, ja, die dann eben auch einen guten Plan haben und die auch zusammenhalten, dann ist das auf jeden Fall machbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.